Alles klar. Phase beenden. Der Gegner brutal wurde vernichtet. Oh, nice, das habe ich gar nicht mitbekommen. Und Eriador, zusätzliche Rohstoffe zu Beginn der Schlacht. Es sieht so aus, als würden wir uns langsam aber sicher dem Ende mit den Orks nähern. So leid es mir tut, dass es nicht länger geht, aber sieht so aus, als hätten wir es bald geschafft. Ne? Da bleibt nicht mehr viel. So, hier noch ein Schatzlager. Hier noch eine Orkhöhle. Das ist eine Festungskarte. Da kann man nichts anderes bauen. Genau. Ja, das gehört uns. Und da bauen wir auch noch eine Orkhöhle. Und dann können wir hier überall mal ein bisschen was ausbilden. Ja, klar. So ein Riesentroll. Wieso auch nicht? So, ein paar Einheiten. Die zwei kommen runter. Obwohl. Nee. Ja, das weiß ich nicht. Ja, dann schickt man noch einen runter. Scheiß drauf. Ist egal. Dann greifen wir da oben an. Düsterwald. Wir haben schon viel zu lang dem Gegner gelassen. Und da komme ich gerade nicht hin. Dann holen wir uns den hohen Pass, oder? Ne, Rothornpass. Okay. Da gehen wir hin und da gehen wir hin. Dann die Armee verlagern wir nach vorne. Ja, und dann kann man wieder ein bisschen was ausbilden, ne? Hier so und da so und hier so und da noch und hier noch und da auch noch. Gut, alles fertig, los geht's. Der Drachenfürst bleibt in Dol Guldur. Ne, das wollt ihr nicht wirklich probieren. Das wollt ihr nicht wirklich probieren. Ne, dachte ich mir schon. Das willst du nicht wirklich probieren. Nein. Da rennen wir jetzt einfach drüber mit Kankra. Ist das jetzt Anverlass oder Belverlass? Ich kann mir das nie merken. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist Anverlass. Aber sicher bin ich mir nicht. Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Nun denn. Ja, wie gesagt, da können wir einfach nur drüber rennen. Ja. Da ist alles ausgeguckt, mal. Alles ausgerüstet. Ja, da sieht der Gegner kein Land mehr. So, die Kankra, die stürmt vor, killt alles, was sie killen kann, macht die Furcht. Oh, warte mal, die kann ja tunneln. Wo kann die denn hin tunneln? Nur dahin, wo ich was sehe. Ah, okay. Naja, gut. Geht schon. Ein Bär. Die Spinne ist größer als ein Bär. Widerlich. Ich mag keine Spinnen. Ich meine, ich habe keine Angst davor. Aber. Oh. Aber so ein gewisser. Ja, so ein gewisser Ekel ist da schon. Also, kommt auf die Größe drauf an. So Hausspinnen sind jetzt kein Problem. Aber ich glaube, mit so Spinnen, wie es jetzt in den USA, Australien oder so hätte ich ein Problem. Vermute ich jetzt mal. Was? Mine? Ja, einfach mal eine Festung. So, sie haben Feuerpfeile und Giftpfeile. Sehr interessant. Ja, renn mal weg. Ja, irgendwo wirst du hinbauen können. So. Wie wär's, wenn du da mal drüber rennst? Rennt, rennt, weg, 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 weg! Nein, nicht sterben! Nein! Ihr müsst leben! Ihr müsst leben! Schnell! Ihr müsst leben! Nein, 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 nein! Okay. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob die das überleben. Aber es könnte ganz gut ausschauen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Nee, die sterben. Die Bogenschützen sterben hier. Nee. Ist egal, ich renne da einfach nur drüber und gut ist.
und hol dann später irgendwie Verstärkungen nach. Das ist egal. Den Helden haben sie ja nicht. Naja, ein Bogenschützenbataillon ist gestorben. Ist zwar schade, aber nein. Wie auch immer, ist nicht so wichtig. So, zerstören wir alles. Sind die Baumeister schon tot? Ja, okay. Naja, Bogenschützen sind jetzt auch nicht so schlimm, ne? Das kann man schon mal verlieren. Sind ja Orks, die sind ja Wegschmeißmaterial. Phase beenden. Das geht jetzt relativ zack zack. Der Gegner hat halt auch nichts mehr, ne? Wir haben jetzt hier, was haben wir jetzt? Die Menschen sind schon gefallen. Die Elben fallen als nächstes, danach wahrscheinlich Isengard. Es geht jetzt zack zack. Und dann ist das ganze Ding gegessen. So, hier schicken wir wieder Bogenschützen mit rein. Gut ist, dann holen wir uns Isengard. Da bleibt man ein bisschen defensiv noch stehen. Dann holen wir uns Lothlorien. Da bauen wir eine Festung. Probieren wir nochmal den Düsterwald einzunehmen. Bauen da eine Höhle, bilden ein bisschen aus. Nee, keine Spinnen. Wenn ich Geld habe, dann sollte ich schon heftiges Zeugs ausbilden, ne? Wenn schon Geld da ist. So, hier noch ein Schatzlager. Einfach so ein bisschen ausbilden. Genau. Ups, 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 ups. Drogoth bleibt. Das könnten sie jetzt fast tatsächlich probieren. Naja. Oh, wow. Will er das echt probieren? Nein, danke. Will er das wirklich probieren? Nein, danke. Dann greifen wir hier an. Nein. Okay, damit sind die Elben tot. Ha, wie geil. Es sei denn, sie nehmen es Dol Guldur ein und sie bekommen es, aber das ist ja unwahrscheinlich. Da kann man angreifen, die werden sie verteidigen, aber das wird schon mit dem Azog. Der ist zwar nicht so stark, aber geht so. Der Gorkli ist gar nicht so schwach mit den Feuerdrachen, die er rufen kann. Das gefällt mir. Aber davon abgesehen finde ich jetzt nicht so stark. Und der Azog ist halt so, ja. So, die sind alle nicht ausgerüstet. Das heißt, es könnte tatsächlich ein bisschen aufwendiger werden. Jetzt schauen wir mal. Aber der Balrog regelt schon. Theoretisch könnte er regeln. Na ja, mal schauen. Jetzt. Nee. So. Genau. Joa, plündert's mal. Und weiter geht's. So, ihr rennt dahin. Dann geht's da in Position. Und dann greift sie da an. Und der macht jetzt den. Oh, das gibt sehr viel Erfahrung. Schaut's mal. Boah, alle einen Level hoch. Das ist nützlich. So. Der Grima, der wird gleich abhauen. Schisse. Oh, ich mach mich unsichtbar und bin weg. Und tschüss. Ah, er ist gestorben. Wattenkacknapp. Na gut. So, ein bisschen Gift. Und dann rennt sie dahin und dann haben wir das auch eingenommen. Isengard gehört den Orks. Theoretisch, jeden Moment. Wenn ihr da mal reinrennen würdet. Ja, da ist ja noch ein Baumeister. Den können wir uns auch noch holen. So, bauen wir sicherheitshalber eine Festung. Nee, lass die mal nicht verfolgen, die machen denn immer nichts. Baumeister töten. Schönes Ding. Und dann das angreifen und dann das angreifen und dann da angreifen und dann GG und Schluss. Ist wohl eher sowas wie ein Freeven, würde ich sagen. Wir haben hier eine Menge Orks. Jetzt müssen wir nur noch den Turm angreifen. Oh, warte, warte, warte. Passt schon. Ja, den Baumeister müssen wir noch töten. Der ist wichtig, der muss weg sein. So, die Warge sterben. Hoffentlich, ja. Sieht doch ganz gut aus. So. Der Turm heißt einfach nur Burg. Was auch nicht wirklich korrekt ist, aber okay.
Weil eine Burg ist es eigentlich nicht, das ist ein Turm, also, ne, aber... Und tschüss! Da zerschellt das Ding in 1000 Stücke. Tja. Also ich würde mal sagen, wir haben jetzt wirklich die schwierigsten Kämpfe hinter uns gebracht. Wir haben jetzt noch einen in Dol Guldur, glaube ich, und wenn wir die Armee zerschlagen, dann war's das. Da hat er neun Bataillone Phalanx-Truppen, Speerträger drin. 9. Krass. 9 ist schon echt krass, aber schaffen wir schon, wird schon. Sind ja ausgerüstet. Ja. Warte mal. Der kann mal aufsteigen. Und dann kann er den Vorposten einnehmen. Obwohl, nee, warte. Die nehmen den Vorposten ein. Hallo, ihr sollt da runtergehen. Dankeschön. So, dann natürlich wieder die Punkte. Das darf ich nicht vergessen. Das habe ich einmal gemacht, wo ich mir dachte, jo, brauche ich nicht. Und dann wurde es doch knapp. Dann habe ich sie doch gebraucht. Dann ging das ewig lang, weil ich so blöd war. Meine, man gibt's nicht mehr. Oh, 3 Feuerdrachen ist schon richtig stark. Oh, wieso kommen die denn jetzt unten rum? Ja, wie doof. Naja. Euer König spricht. So, ruf mal die Drachen her. Mach du da mal Feuer. Du da Feuer. Und du da Feuer. Schön. Ah, das läuft doch ganz gut. Wie geil! Ah, wie geil! Ja, ich würde mal sagen, das haben wir gewonnen, oder? Wo sind denn jetzt... Jetzt habe ich schon wieder diesen All-Key gedrückt. Oder sie sind gestorben. Ja. Dann gibt es halt keinen Vorposten. Ja. Wird schon. Ja, die Feuerdrachen machen das schon. Der Gorkli, der lebt eh gleich wieder. Also gar kein Problem. Die Axtviecher, die sollte ich überrennen. Weil die schon extrem nervig sind. Boah, Level 5 Bogenschützen, voll ausgerüstet. Das ist nicht schwach. Also, der ist schon ziemlich stark. Ja, die Drachen sind wieder verschwunden, aber das passt schon. So. Ein bisschen Gift noch drauf. Ihr könnt jetzt das eigentlich auch mit den Lanzen zerstechen, ne, das Gebäude. Ich glaube, das geht schneller. Ja, das geht ein Stück schneller. Okay. So, hinten brauche ich theoretisch jetzt auch nichts mehr machen. Weil... gewonnen. Okay. Wie gesagt, easy going. Ist ja fast schon langweilig. Aber naja, wenn man halt Mittelerde besitzt... dann darf das einem nicht Wunder tun. So, was haben wir noch? Haben wir nur noch Dol Guldur. Das könnte jetzt nochmal interessant werden. Ja, okay. Also, sie versuchen es noch einmal. Ein letztes Aufbäumen, bevor wir einfach nur durchmarschieren. Weil viel haben die nicht mehr. Wenn wir das jetzt vernichten, die Armeen dort, dann ist Dol Guldur nach wie vor unser. Und dann ist jeder Widerstand zerschlagen. Dann gehört Mittelerde den Orks. Für immer und endgültig, dann haben wir es geschafft. So. Nummer 2, Nummer 1, Nummer 2, bum bum bum. Tor öffnen. Und Tor öffnen. So. Dann bauen wir hier erstmal eine Kluft. Wie, nein, da kannst du nichts bauen. Tu mal, was ich dir sage. So, dann holen wir uns die Teile noch. Und der Drogoth, der sucht jetzt nach Zeugs, das er vernichten kann. Einfach nur Zeugs. Also nicht so Spinnen. Spinnenzeug blöd. Nee, nee. Sondern hier unten. Da unten, wo die ganzen Gegner kommen.
Da oben hat es ein paar. Dann, gehst ihr mal dahin, wenn die von oben kommen. Macht ja auch Sinn, meine Güte. Wieso sollten sie von unten kommen? Auf der Weltkarte sind sie auch von oben gekommen. So, wir haben die Katapulte. Wir haben auch ein paar Türmchens. Die haben leider keine Feuerpfeile, aber es gibt halt jetzt schon alles Geld, ne? So, das bauen wir, das bauen wir. Das bauen wir. So, wenn die sich hier so durchzwängeln. Ja, nee, die wollen da durch das Tor, aber das schaffen die nicht. Nee, keine Chance. Ah ja, hier Baumeister. Die müssen weg. So, einen haben wir zerstört. Oh, der Nazgul. Oh. Ah ja, der Hexenkönig. Ja, mal sehen, wie er mit Feuer klarkommt, hä? Jetzt komm schon, Drogoth, du schaffst das. Ja, die Angst macht... Was? Nee, mein Drache hat keine Angst. Oh ja, steig ihm richtig aufs Dach. Oh oh. Feuerpfeile. Feuerpfeile. Nein, 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 nein. Da. Okay, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's nochmal richtig spannend. Okay, jetzt muss ich den Tryhard-Mode aktivieren. Weil jetzt wird's spannend. Aha, da. Der hat so viel Geld gegeben, ich kann auch drauf gleich wieder beschweren, oder? Nein. Leider nicht. Ja, 3000, kaum noch Rohstoffe. Genau. So, die wollen... Ah, guck mal einer Schau. Uns gehören die Teile hier noch gar nicht. Na gut, das wird doch nochmal richtig spannend hier. Da konnte ich gerade irgendwie bauen. So. Ihr geht's jetzt an das Tor hin. Jetzt pass mal auf. Und guck mal, schau. Zack. So. Dann bauen wir hier. Und hier. So, die sind zwar ausgerüstet, bringt mir nur nicht viel. So, macht's mal diesen Sturmangriff, kommt schon. Was wird denn das? Los! Jetzt! Wow. Ich bin so unbeeindruckt, wie das. Wow. Naja. So, ihr nehmt jetzt das bitte ein. Dann bauen wir hier noch einen Gang. Und da oben passt noch ein Gang hin. Da gibt es zwar nicht so viel Kohle, aber das macht nichts. So. Leider leben sie alle drei noch. Okay. Es wird nochmal richtig cool hier. Sie liefern mir nochmal eine richtig nette Schlacht. Und das finde ich, ehrlich gesagt, ganz schön cool. So. Das holen wir uns erstmal. Dann passt da noch ein Gang hin. Hier passt noch ein Gang hin. Und wo passt noch ein Gang hin? Hier passt noch ein Gang hin. Ja, das Auge. So, sorry, Sauron, die Orks sind stärker als du. Du hast sie zwar erschaffen, aber... Glaube ich, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Nee, hat er nicht. Er ist einfach bloß versklavt. Hat er? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich kenne mich leider nicht so gut mit Herr der Ringe aus, wie ich es wünschte. So, die Katapulte zerballern sie mir. Aber den Drogoth. Den kann ich mir wiederholen. So. Nee. Jetzt doch sicher nochmal. Genau. So, macht's mal diesen Sturmangriff. Der bringt ja nur was, wenn man hinter die Leute angreift. Ansonsten ist es relativ nutzlos. Naja, okay. Oh Gott, da ist der Dingsbumsheld. Der Ork, der Trollheld. Rette dich mal. Und dann bilden wir hier in der Kluft aus. Das halt ist echt cool an den Orks. Dol Guldur ist zwar eigentlich so eine blöde Festung, weil man halt viel Zeugs außen drum. Aber mit den Gängen kann man das echt ganz gut benutzen. Also das geht schon. Ignoriert's doch die. Ignoriert's die doch. Boah, macht der Schaden, Mann! Wieso habe ich den Helden so mächtig gemacht? Wie uncool. So, ich wüsste jetzt nicht, wo ich noch was bauen soll. Ja, der greift immer noch da vorne an. Ne? Der will mir das Ding schon wieder wegnehmen. Fällt mir nicht. Na gut. So, das Tor hält Stand. Wie wäre es, wenn ihr da mal angreift und dann so...
einfach mal guckt. Ja, der Troll, der macht da alles kaputt. Die Brandbomben machen, ja doch, die machen ganz gut Schaden. Aber ihnen gehört halt jetzt erstmal das Gebäude. So, ich habe hier außen, habe ich noch nichts gebaut. Ich werde mir jetzt mal nachholen. Ja. Schauen wir mal. Und dann bilden wir hier nochmal aus. Und hier auch nochmal. Und schicken die raus. Ah ja, hier haben sie gebaut. Dann lasst mich mal gucken. Boah. Ah. So. Warte, warte, warte. Der Drachenfürst kümmert sich um den Troll. Wo ist der? Ist das Tor kaputt? Oh, verdammt, wo ist der? Wo ist denn der Troll? Der war hier irgendwo. Ich weiß es ganz genau. Naja, okay. Dann machen wir jetzt hier das da und das da. Diese Spinnen gehören fortan mir. Da bilden wir auch aus. So. Und dann wollen wir mal gucken. So, ich muss ein bisschen expandieren hier. Nehmt das mal bitte ein. So. Naja. So, M ist auch kein guter Hotkey. Spinnen gegen Spinnen. Was für ein toller. Ach, ich krieg eine Spinne, wenn ich dafür für 50. Ne, sorry. Das lohnt sich nicht. Ah, hier als Helden. Rette dich mal. Okay. Ihr dürft schon da unten angreifen, ne? Und das Ding da einnehmen. Das könnte ich vielleicht sogar brauchen. Oh, schnell rein da, rein da, rein da. Schnell, 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 schnell. Lauf, 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 lauf. Das war knapp. So, das Tor machen wir jetzt wieder zu. Wie teuer ist denn die Reparatur? 1500. Okay. Da, der muss weg. Gib ihm die volle Breitseite. Komm schon. Oh ja. Und jetzt hol ihn dir. Komm schon. Diesmal hasten. Diesmal hasten. Einmal noch. Ja, genau so machen wir das. So, dann muss ich hier die Helden vernichten. Ein bisschen ausbilden sollte ich noch. Ich glaube, ich bilde auch einfach mal ein paar Orks aus. Dann können wir uns das hier holen. Oh, nee. Was meinen Sie, dieses Helligkeitsdrama-Teil? Dann machen wir da ein bisschen Feuerball drauf. Die Zwerge halten halt auch ganz viel aus, ne? Oh, der hat kassiert! Gleich doppelt. Ja, es muss schon wehtun. Nur wenn es wehtut, ist es gut. So. Dann schicken wir die alle hier raus. Und starten einen neuen Angriff. Da unten. Oh oh. Oh oh, 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 oh. Okay, hier das Tor haben sie mir auch zerbrettelt. Da brauche ich Verstärkungen. Na komm schon. So. Ah, Dunkelheit haben sie gemacht. Okay. Zählt aber leider nicht für mich als Bonus. Da muss ich schon meine eigene Dunkelheit casten. Der Feind ist in unserem Lager. Noch ein Gebäude fertig. Wieso gehört mir das denn jetzt nicht? Dann holen wir uns das. Haben wir den Helden jetzt... Oh, der lebt halt immer noch. Ich will jetzt aber diesen Feuersturm nicht casten. Keine Lust darauf. Na los, alle dabei. Kann ich den... Nee, kann ich nicht. Okay. So, hast du ihn jetzt endlich getötet? Ja, dann mach einen Feuerball. Feuerball darfst casten, das ist in Ordnung. Oh, oh genau jetzt, wo ich die ganzen Leute da raushol. Nice, what that timing, man. Ach du Scheiße. Okay. Da kannst du mal reinrennen. Hier vorne halte ich allerdings noch. Oh, 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 die haben mir die Türme zerstört. Das ist jetzt natürlich doof. Rums, macht halt kaum Schaden. So, defensiv stehen. So, und jetzt könnt ihr wieder angreifen gehen. So, wo ist jetzt der Drogov, der macht das? Da hinten nehmen sie mir auch alles weg.
Das Tor sollte ich mal zumachen. Ich habe so viel Geld. Ich müsste nur noch den Ring finden. Wenn ich den Ring finden würde. Naja, zumindest kann ich die Tore wieder reparieren. Ja, warte, warte, warte. Wenn wir schon mal hier sind. So. Wo sind sie? Okay. Oh oh. Wo? Nee, 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 gibt's nicht. Ich glaube, ich muss hier mal wieder ausbilden. Okay. So, die nehmen das ein. Wo ist jetzt Drogov? Der ist halt wichtig, weil mit dem muss ich... Mit dem muss ich Schaden machen. So, Gimli. Der kassiert halt auch doppelt. Wie ich das auch immer so schön hinkriege, ne? Voll geil. Okay. Hier machen wir das Türchen wieder zu. Der Feind ist überall, das ist nicht schwer, den zu finden. Was denken die sich hier? Wir haben den Feind gefunden. Die sind überall Feinde. So, aber... Haha. Gut. Ihr nehmt das ein, der Rest rennt da runter. Und wenn du den Gimli dann endlich mal tot hast... Okay, scheiß drauf. Komm schon. Wo rennt denn der jetzt lang? Boah, der ist so auf Drogen, der Gimli. Gib dir mal. Der ist voll auf Speed, Junge. Okay, komm schon. Ey, was hat der? Der hat doch sicher 30.000 Leben. Wahrscheinlich könnte Gimli Sauron im 1v1 besiegen. 2.600. Boah, das gab Geld. Nice. Habe ich draußen noch irgendwo einen Gang? Ne, haben sie mir alles vernichtet. Dankeschön. Habe ich überhaupt noch Baumeister? Ja, da ist noch einer. So, ich mache jetzt hier mal auf. Schick da alles raus. Und dann casten wir jetzt die Dunkelheit. Das Teil. Gehen dahin. Weil... Ach, guckt's mal einer an. Wir rennen jetzt hier hin. Da sind sie nämlich. Wir rennen jetzt mit allem, was wir haben, dorthin. Bis auf mit den Orks. Die nehmen das ein. Ja. Und... Ja, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen blöd. Und die nehmen das ein. Der Drogoth. Wo ist der denn? Oh Gott, schon wieder so viele Feuerpfeile. Ja, ich... Ach so, ich muss das Tor aufmachen, sonst kommen die ganzen Leute nicht raus. Macht irgendwie Sinn, ne? So. Also, jetzt gibt ihr... Ah! Oh, wie fies, die bauen Mauern! Aber das wird mich nicht aufhalten. So. Denn der Balrog, der fliegt jetzt einfach mal darüber. Dann casten wir hier noch den Wächter, hier noch den Drachen, da noch die Viecher. So, zünd dich mal an. Und dann machst du hier mal ein bisschen Feuer. Na komm, oh ja. Brennt. Ist Drogoth noch am Leben? Sehr schön. Boah, der hat 1000 Pfeile dahin. Bums. Läuft. Ja, nee, nee, du machst das. Zack. Und nochmal das da. Der Drogoth bleibt daheim. Mehr Truppen kann ich nicht befehligen. Passt schon. Mehr Truppen brauche ich auch nicht. Nochmal anzünden. Für den extra Schaden. Und dann gib ihm wieder die Peitsche. Und bam. Oh ja, nice. Und dann speien wir gleich nochmal Feuer. So. Es ist schrecklich. Ah. Ja, Pech gehabt. Jetzt geht's ab. Oh ja, verbrenn meine ganzen Orks. Mm, nice, nice, nice. So, wo lebt jetzt noch was? Hier, die Peitsche. Und gib ihm. Und grad Doomlord. So, ja, den Pfeilhagel auf dem Balrog. Lol. Ah, da ist noch ein Baumeister. Und tschüss. Wumms. Alles weg. Dol Guldur bleibt unser. Tschüss. Boah, der Graf. Nice. Also, damit würde ich sagen, haben wir gewonnen. Ich muss das jetzt nur noch zu Ende bringen. Und dann war's das. Und das ist genau das, was ich jetzt machen werde. Es zu Ende bringen.